Am Mittwoch ist es soweit. Am Mittwoch wird entschieden, ob das Internet sich auf einen Punkt für immer verändern wird. Am Mittwoch wird entschieden, ob ich weiterhin Videos hochladen kann und darf. Am Mittwoch wird entschieden, ob mein Gag für immer so bleiben wird, wie es jetzt ist, oder es sich verändern wird. Die Rede ist vom neuen Upload-Filter. Dieser besagt, dass jede Datei, egal ob Video, Bild, Text oder Audio, die hochgeladen wird ins Internet, überprüft werden muss, ob das schon mal woanders davor kam, also ob Urheberrechte verletzt wurden. Über dieses Gesetz wird am Mittwoch im Europaparlament abgestimmt. Passend dazu habe ich mir Gedanken gemacht, was für unnötige Gesetze es eigentlich noch so gibt. Deswegen werde ich euch heute in dem Video ein paar unnötige EU-Gesetze zeigen und meine eigene Meinung zu diesem Upload-Filter-Gesetz sagen. Deswegen darf ich euch heute direkt zur zweiten Folge von Warum begrüßen und los! Es gibt ein EU-Gesetz, das bestimmt, wie groß ein fucking Kondom sein darf. Dieses besagt, dass ein Kondom nicht unter 16 cm lang sein darf. Außerdem besagt es, dass ganze 5 Liter Platz in einem Kondom finden müssen. Hat jemand da keine Hobbys oder was? Dann gibt es auch noch die sogenannte Sonnenrichtlinie. Sie regeln den Umgang mit Röntgenstrahlen, aber auch mit übermäßigen Sonnenstrahlung. Unternehmen müssen zum Beispiel ihre Arbeiter, die an der frischen Luft arbeiten, informieren, dass sie Sonnenbrand bekommen können. Seit dem 1. Juli dürfen Gurken wieder krumm sein. Laut der EU-Norm sollte Gemüse eigentlich immer gerade sein. Dagegen haben viele Bauern protestiert, was eigentlich lustig ist, weil diese Bauern eigentlich dieses Gesetz wollten. Sie wollten ein Gesetz, welches den Handel mit Gurken vereinfacht. Laut diesem Gesetz war die maximale Krümmung von Gurken 10 mm auf 10 cm. So ein ähnliches Gesetz gibt es auch für Schwarzwurzeln. Dieses Gesetz besagt, dass die Schwarzwurzeln keine gezweigten Wurzeln haben darf. Ah, jetzt kommt die Sonne raus. Kein Witz, es gibt eine EU-Schnullerkettenvorschrift, die auf 52 eng bedruckten Seiten, 8 Kapiteln mit jeweils 40 Unterpunkten aus Brüsseler Sicht alles Wichtige zu Schnullerketten festlegt. Dieses da, um Schnullerketten für Babys sicher zu machen. Was eigentlich lustig ist, weil es bisher keine offiziellen Angaben zu Verletzungen mit Babyschnullerketten gab. Ja, das sind schon ziemlich unnötige und bescheuerte Gesetze, aber demnächst kommt eventuell noch eins dazu, und zwar das Upload-Filter-Gesetz. Wie am Anfang bereits beschrieben, legt das fest, was hochgeladen werden darf und was nicht. Beziehungsweise wird überprüft, was schon mal in irgendwo, irgendeiner Form vertreten war. Dies bestimmt zum Beispiel, ob ich in Zukunft noch was hochladen darf und kann, weil zum Beispiel hier oben ist Zotac, die können mich anzeigen, hier hinten ist Minecraft, die können mich auch anzeigen und dann muss das Video runtergenommen werden. Können sie zwar jetzt schon auch, aber dann wird's, wenn das Gesetz schon in Kraft getreten ist, wird es automatisch schon gemacht. Und dann ist das auch nicht mehr in Sicht von der Firma, sondern wird das automatisch von dem Gesetz vorgeschrieben. Persönlich halte ich das Gesetz absolut für Müll, weil dann das Internet nie wieder so ist, wie es vorher war. Zumal man das gar nicht überprüfen kann. In einer Minute werden auf YouTube 500 Stunden Videomaterial hochgeladen. Wer soll das kontrollieren? Und ich rede jetzt noch nicht mal von YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, selbst WhatsApp ist davon betroffen. Alles, was ins Internet kommt. Und das geht einfach nicht. Deswegen hoffe ich, dass die Mehrheit für Nein stimmt und dieses Gesetz nicht in Kraft tritt. Ansonsten sehen wir uns nie wieder. Naja, vielleicht wäre das für manche auch ganz cool, ne? Ja. Das war's mit der zweiten Folge von Warum. Wenn ihr Themenvorschläge habt, lasst sie unten in den Kommentaren da. Schreibt natürlich auch wie immer Kommentare in die Kommentare. Lasst ein Like da und wir sehen uns. Ciao.